Möbelstückfeen, ich heiße Marina und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Als erstes möchte ich euch zeigen, was ich fertig gestrickt habe. Das ist nicht so viel, aber trotzdem, diese Arbeit, was ich schon fertig gestrickt habe, gefällt mir so gut. Ich bin so froh, dass ich das gestrickt habe und ja, ich zeige euch das. Aus mit so einem wunderschönen Muster. Und zuerst möchte ich euch erzählen, aus welcher Wolle ich das gestrickt habe. Ich denke, am 13. Mai kommt die Strickanleitung auf meinem Kanal kostenlos. Ich zeige dort Schritt für Schritt, wie ich das stricke, jede Reihe stricke ich und zeige, wie ich das mache. Deswegen, wenn ihr so ein T-Shirt stricken möchtet, dann herzlich willkommen. Und ich denke, sogar die Leute, die nie die Rundpasse gestrickt haben, sie können das locker stricken. Also, ich erkläre dort alles und ich denke, das wird kein Problem. Ja, also. So schön ist das Muster. Also, ich möchte euch zuerst eine kleine Geschichte erzählen, aus welcher Wolle ich das gestrickt habe. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Also, die Wolle heißt Yarnat Flower. Yarnat Flowers. Die Wolle heißt Yarnat Flowers. Das ist eine türkische Wolle, aus Türkei kommt das und die Farbe ist 251. Das ist so ein großer Knoll, das hat mir gereicht für ein T-Shirt und 65 Gramm sind noch übrig geblieben. Also 250 Gramm hat dieser Knoll und 1000 Meter die Lauflänge und so schön sah es aus. Und in der Mitte war so ein Fadenstart. Man kann in der Mitte kann man anfangen. Und dieser Farbverlauf ist sehr, sehr schön. Das ist eine dünne Wolle. Das habe ich mit, da empfiehlt man die Stricknadelnummer 2,5. Ich habe das Ganze mit der Stricknadel Nummer 3 gestrickt, das Bündchen und hier am Rand habe ich hier habe ich mit 2,75 gestrickt und das Ganze mit der Stricknadel Nummer 3. Also, diese wunderschöne Wolle habe ich geschenkt bekommen von meiner Zuschauerin und jetzt kann ich schon sagen von meiner Freundin. Das ist Melanie von Ungarn. ja, vielen Dank, liebe Melanie, für so ein tolles Geschenk. Also mit Melanie, Melanie hat mir Kommentare geschrieben und dann hat sie an meinem Gewinnspiel teilgenommen und sie hat gewonnen. Und das war ein Zufall und Schicksal, kann man so sagen. Dann haben wir per E-Mail einander geschrieben und ja, dann irgendwann haben wir angefangen in WhatsApp
zu schreiben und telefonieren, Videoanrufe, oh, das ist so schön. Und wir können stundenlang miteinander reden. Es gibt so viel, was zu besprechen und das betrifft nicht nur Stricken, sondern also überhaupt, wir können über alles reden. Und liebe Melanie, sie hat mir eine Überraschung gemacht. Und einmal bin ich nach Hause nach der Arbeit gekommen und vor meiner Tür liegt ein Päckchen. Ich habe gedacht, oh, ich habe das doch nichts bestellt. Und dann ich habe das Päckchen aufgemacht und da, Moment, ich zeige euch gleich. Und da war so eine Karte. Frieda sagt Danke. Ich habe nicht gewusst, von wem dieses Päckchen ist. Da war keine Adresse. Und ich habe diese Karte gefunden. Frieda sagt Danke. Ich habe gesagt, welche Frieda? Ich kenne keine Frieda. Und dann ist mein Mann gekommen in diesem Moment. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, ich habe jetzt ein Päckchen bekommen, aber ich weiß nicht, von wem das ist. Ich habe nichts bestellt und diese Wolle habe ich auch nicht bestellt. Er sagt mir, dann ruf doch morgen diese Firma an und sag, dass du nichts bestellt hast. Ich habe gesagt, ja, ich rufe dorthin an und sage, dass ich nicht bestellt habe. Und ja, okay. Aber ein paar Tage davor hat mir Melanie gesagt, dass sie für mich eine Überraschung gemacht hat. Aber ich habe nicht gewusst, was für eine Überraschung das war. Und dann, ich habe mir gedacht, soll ich vielleicht Melanie fragen? Ist das vielleicht diese Überraschung von ihr? Und dann habe ich ihr geschrieben. Sie hat gesagt, ja, oh. Das war aber wirklich eine so schöne Überraschung. Ihr glaubt es nicht. Naja, die Wolle ist einfach wunderschön. Dieser Farbverlauf, wie ihr seht, das ist einfach wunderschön. Und die Wolle ist sehr, sehr schön, lässt sich sehr, sehr schön stricken, sehr weich und dünn. Also das kann man locker im Sommer anziehen. Ich denke, ich weiß nicht, bis 30 Grad vielleicht plus kann man das anziehen. Und dieser Farbverlauf, das ist so schön. Von der Mitte angefangen. In der Mitte war diese Farbe und dann ist so, war so. Und dann dunkel. Und ich zeige euch jetzt, wie viel. Moment. Und so viel Wolle ist noch bei mir übrig geblieben. 65 Gramm ist übrig geblieben. Und das ist jetzt diese Farbe, das da, das ist diese. Und dann kommt noch nach dieser, kommt noch sowas und danach schon diese, das ist grau, grau, braun, weiß ich nicht, wie. Ja, aber schön. Also 65 Gramm sind noch übrig geblieben. Ja, ich überlege mir noch, was ich damit stricken kann. Dann habe ich dieses wunderschöne Geschenk von Melanie bekommen und ich wollte unbedingt sowas Schönes damit stricken. Und ich habe sofort gedacht, das wird ein Rundpass und ich wollte so ein schönes Muster dafür nehmen. Dann habe ich gedacht, ich nehme jetzt solche Strickanleitung mit diesem Muster. Also, das habe ich im Internet gefunden und das hat mir gut gefallen. Das war dieses Muster und also dieses Bild und das da. Ah ja, dann habe ich mir das einfach ausgedruckt und ich habe gedacht, ich stricke mal das. Ja, das sieht schön aus, oder? Und aber dieses Muster, das wird von unten, Rundpasse wird von unten nach oben gestrickt. Ich habe noch nie die Rundpasse von unten nach oben gestrickt. Ich stricke das immer von oben nach unten. Und ich habe gedacht, ich drehe das einfach so um.
und werde von oben nach unten stricken. Obwohl hier geht die erste Reihe steht hier, also geht von hier, ja, nach oben. Ja, ich habe das so gemacht. Ich habe ein paar Reihen gestrickt und dann habe ich gemerkt, dass es klappt nicht. Also, das geht nicht. Dann habe ich meinen Strickfreundinnen Natalia und Irina angeschrieben und ich habe gesagt, guckt mal, ich stricke das und irgendwie geht das nicht. Könnt ihr vielleicht gucken, wo mein Fehler ist? Ich habe gedacht, dass ich vielleicht einen Fehler gemacht habe, deswegen geht das nicht. Und dann Natalia hat gesagt, okay, ich stricke das heute Morgen oder heute stricke ich das und dann gucke ich, wo dein Fehler ist. Dann hat sie das gestrickt und sie hat gesagt, nee, das geht nicht. Schmeiß diese Anleitung einfach weg oder mach das wieder, wie hier steht, von unten nach oben und dann geht das. Aber ich kann das nicht und ich wollte nicht Rundpasse von oben nach unten stricken. Dann hat sie, ich war so enttäuscht, dann habe ich angefangen, was anderes zu suchen. Und Natalia, sie hat mir ein Muster geschickt. Sie hat das auf Pinterest gefunden. Moment, ich zeige euch gleich. Dann hat mir Natalia so ein wunderschönes Muster geschickt. Sowas. Und das wird von unten nach oben gestrickt. Und dann hat sie gesagt, probier mal das aus. Vielleicht klappt es, das ist nicht so schwer. Ich habe gedacht, okay, ich probiere es aus. Und dann, es hat geklappt. Und da war nur dieses Muster und nichts mehr. Wir haben nicht gesehen, wie das aussehen wird. Ja, aber ich zeige euch jetzt. So sieht das aus. So ein Muster sieht so aus. Ja. Und dieses Muster lässt sich so schön stricken. Das ist sehr einfach. Und ja, also da ist alles klar und deutlich. Und da steht, dass das ein japanisches Muster ist, steht hier auf Russisch. Ja, es kann sein. Ich habe gedacht zuerst, dass das chinesisch ist, keine Ahnung, aber wahrscheinlich japanisch. Und dann ist so ein wunderschönes T-Shirt entstanden. Deswegen, ich bin sehr dankbar Melanie für diese wunderschöne Wolle und Natalia dafür, dass sie mir dieses Muster gefunden hat und geschickt hat. Vielen lieben Dank, meine liebe Freundinnen. Die Anleitung zu diesem T-Shirt, wie ich schon gesagt habe, ich habe jede Reihe aufgenommen und jetzt arbeite ich an der Anleitung und ich denke, am 13. Mai kommt diese Anleitung. Ich bin schon so weit. Das ist natürlich viel Arbeit. Ich muss jetzt das alles bearbeiten, alles, was ich aufgenommen habe und dafür brauche ich auch Zeit. Und ich denke, also spätestens am 13. Mai kommt das raus. Und ich hoffe, dass ihr das auch stricken könnt und dass das euch auch Spaß macht. Und dann werdet ihr auch so glücklich wie ich, wenn ich dieses T-Shirt sehe. Oh, und diese Farbe, das gefällt mir so gut. Oh, also, danke Melanie. Danke, meine liebe Melanie. Das war wirklich ein sehr schönes Geschenk. Ja. So, ich möchte euch jetzt zeigen, was ich im Moment stricke. Mit was möchte ich anfangen? Also, das zeige ich euch zuerst. Das stricken wir zusammen mit Melanie. Sie hat mir eine Anleitung gezeigt, was sie kaufen wollte. Und ich habe geguckt, ich habe gesagt, oh, ich möchte mir das auch kaufen und dann können wir das zusammen stricken. Das haben wir gemacht. Ich zeige euch jetzt diese Strickanleitung.
So, da ist die. Ich kann leider kein Englisch, deswegen guckt mal, wie das heißt. Und so ein schönes Pullover ist das. Und ja, die Anleitung ist auf Englisch. Und das ist nicht so schwer zu stricken. Aber, also einfach, ich musste zuerst verstehen, wie das Muster gestrickt wird, weil das alles auf Englisch ist und ich verstehe nur Bahnhof auf Englisch, weil in der Schule habe ich Deutsch gelernt, an der Uni auch Deutsch studiert, deswegen, ja, ich habe das einfach in einem Programm übersetzt. Ich muss euch sagen, das war nicht so gut, weil das wurde falsch übersetzt. Nun, nicht alles natürlich, aber trotzdem. Aber Gott sei Dank, dass ich Melanie habe und meine Freundin aus Schweden, Irina. Also sie beide haben mir geholfen zu übersetzen. Da gibt es eigentlich nicht so viel zu übersetzen, weil dieser Pulli wird ganz einfach gestrickt. Und ja, sieht sehr schön aus. Und ich habe gedacht, okay, ich probiere es aus. Und ich habe zuerst nicht gewusst, aus welcher Wolle ich das sticke, weil ich die Maschenprobe gemacht habe. Und ich wollte nicht, also als ich die Maschenprobe gemacht habe, dann, das hat nicht geklappt bei mir, dass ich 20 Maschen in 10 cm habe. Und ich wollte nicht die neue Wolle kaufen. Ich wollte ja einfach das stricken, was ich habe. Dann habe ich mir diese Wolle genommen. Das habe ich geschenkt von meiner Freundin Natalia aus Ukraine bekommen. Das ist Mohair. Diese Wolle ist ganz dünn, Mohair, aber Mohair mit noch was, was weiß ich. Und das ist Baumwolle und Lein. Also diese Wolle kann man in Ukraine kaufen, deswegen ist es egal, es ist eigentlich egal, wie das heißt, ja. Und diese Wolle ist auch dünn. Und dann, sie hat mir das extra so geschickt, dass ich das zusammenstricke. Und ich habe das zusammen kombiniert und ich habe jetzt diesen Pullover. Und ich stricke jetzt diesen Pullover. Natürlich stricke ich das nicht so, wie in der Anleitung steht, weil ja, ich mag keine Anleitung. Diese Strickanleitungen, diese, die da stehen, das mag ich nicht. Ich mag solche. Ich mag solche, wo zum Beispiel sowas steht, dann kann ich sehen und stricken. Aber lesen und stricken, das mag ich nicht. Also lesen, wie zum Beispiel hier in dieser Anleitung, da steht Wort für Wort, was man machen muss. Solche mag ich nicht. Ich mag solche Anleitungen. Und okay, ich stricke das ein bisschen anders. Also natürlich das Muster, den Anfang habe ich so gemacht, wie in der Anleitung steht. Und so entsteht dieses Muster. Und dann, jetzt stricke ich den Rückenteil. Und hier habe ich das schon zur Runde geschlossen. Und hier habe ich die Achselmaschen angeschlagen. Das alles gibt es nicht in der Anleitung. Aber ich mache das. Und in der Anleitung steht, zuerst muss man den Vorderteil stricken, dann den Rückenteil. Kommt, da habe ich die provisorische Maschen angeschlagen. Und hier war auch dasselbe. Und dann habe ich einfach von hier angefangen, den Rückenteil zu stricken. Ja, ich muss das noch anprobieren und gucken, ob das okay ist oder nicht. Und hier am Bündchen denke ich, ich mache einfach vielleicht mit dem
mit der Stricknadel, mit der Häkelnadel, ich weiß es nicht. Da kann man, in der Anleitung steht, man kann einen also Kragenschal stricken, aber ich mag das nicht. Und ja, ich denke, mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht einfach hier so ein paar Reihen mit der Häkelnadel. Und das war's. Ja, also, das ist mein erstes Projekt. Und also, da stricke ich mit der Stricknadel Nummer 4,5. Obwohl die Wolle so dünn ist, die beide sind dünn, aber ich habe die Stricknadel 4,5 genommen, weil Mohair braucht Platz, um sich zu entfalten. Und ich finde das gut, das ist natürlich nicht so dick, aber warm wird das. Und das ist für mich wichtig und mir gefällt, wie das aussieht. Also jetzt scheint hier die Sonne, deswegen sieht man vielleicht alles nicht so schön. Aber mir gefällt, wie das aussieht. Und ja, also, das wird so ein flauschiger, so luftiger Pullover. Aber er wird warm. Das ist wichtig. Genau. Dann habe ich die Reste genommen. Ich habe, also dann wollte ich ein T-Shirt stricken und ich habe euch schon gezeigt, dass ich diese Wolle gekauft habe. Das ist Drops Bell, solche Farbe grün. Zwei Farben hatte ich oder habe ich, grün und diese beige. Ich verlinke euch Videos, wo ich gezeigt habe, dass ich diese Wolle gekauft habe. Dann zuerst habe ich angefangen, eine Rundpasse zu stricken mit diesen zwei. Und das ist, ich zeige euch dieses Video. Das war einfach eine Rundpasse. Und ich habe gedacht, ich mache das einfach so ohne Muster. Aber ich habe die Rundpasse gestrickt und das hat mir nicht gefallen. Und dann ich habe gedacht, ich ziehe das einfach auf. Obwohl mein Mann hat gesagt, nee, 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 zieh das nicht auf, das sieht schön aus. Aber mir hat das nicht gefallen. Und ich habe gedacht, wenn mir das nicht gefällt, warum soll ich das weiter stricken? Ich weiß, dass ich das nicht anziehen möchte oder nicht anziehen werde. Dann gibt es keinen Sinn, das weiter zu stricken. Lieber jetzt aufzuziehen und dann was anderes zu stricken, als wenn ich das stricke und dann werde denken, warum habe ich das gemacht? So sieht das jetzt aus. Und das gefällt mir irgendwie nicht. Deswegen, ich möchte das jetzt aufziehen und was anderes stricken. Ich bin schon fertig mit der Rundpasse. Ich habe hier schon angefangen, die verkürzte Reihen zu stricken, aber ich möchte das aufziehen. Ich weiß nicht, das gefällt mir irgendwie nicht. Ja, also, ich ziehe das jetzt auf und dann mal gucken, was ich damit mache. Gut, dann habe ich diese und diese Wolle genommen, aber ich hatte zwei Knoll davon und zweieinhalb davon, weil aus diesem habe ich ein T-Shirt gestrickt. Die Strickanleitung könnt ihr auf meinem Kanal, auf meinem YouTube-Kanal finden, das verlinke ich euch. Und dann, ich habe gedacht, das reicht mir sogar nicht für ein T-Shirt, dann muss ich mir was überlegen. Dann habe ich gedacht, oh, ich habe noch sowas. So eine blaue, dann kann ich das vielleicht irgendwie kombinieren. Dann habe ich noch was bei mir gefunden. Zwei Knäuel von dieser Farbe. So lila. Und ein bisschen rot. Und das alles wollte ich kombinieren. Und aus den Resten etwas stricken. Und alle diese alle Knäuel, sie haben ungefähr
die gleiche Lauflänge und da empfiehlt man, da zum Beispiel diese blaue, das ist bei mir ein Knäuel übrig geblieben, das war ein Geschenk von meiner Freundin aus Schweden, 50 Gramm, 100 Meter, 68 Baumwolle und 32 Leinen. Und ich habe gedacht, das passt, das passt. So, ich habe hier jetzt alles Mögliche zusammengesammelt, meine Reste. Und ich denke, aus sowas kann was entstehen. Aber was, weiß ich noch nicht. Mal gucken hier. Solche Farben habe ich genommen. Und es geht los. So, ich habe entschieden, dass ich mit diesen blauen Knäuel anfange. Ich habe schon ein bisschen gestrickt, so 3 cm Rippenmuster gestrickt und jetzt werde ich weiter stricken. So. Und ich habe das alles kombiniert und jetzt zeige ich euch, was ich hier angefangen habe zu stricken. Es sieht bei mir jetzt so aus. Ja, ich habe hier mit Blau angefangen, dann ein bisschen Rot, dann hier habe ich so ein bisschen mit diesem Perlmuster gemacht. Ich habe gedacht, vielleicht soll ich, am Anfang habe ich gedacht, ich möchte vielleicht verschiedene Muster nehmen und werde einfach diese Muster kombinieren, aber dann habe ich gedacht, nee, diese Wolle zum Beispiel, seht ihr, Moment, diese lilane, sie hat solche schwarze Pünktchen hier und ich habe gedacht, oh, wenn man das glatt recht strickt, dann sieht man das schöner aus. Deswegen, ich habe gedacht, okay, ich lasse hier unten so, als ob es so sein sollte, als ob das mein Bündchen ist. Naja, ja. So sieht es bei mir aus. Ich habe das von unten nach oben angefangen zu stricken. Ich wollte zuerst, meine Gedanken waren, dass ich das als Raglan von oben stricke. Aber mir gefällt nicht, wenn ich zum Beispiel mit Raglan von oben stricken würde, dann diese, hier diese Linien und dann die, diese Streifen werden so quadratisch aussehen. Das mag ich nicht. Ja, deswegen, ich habe gedacht, ich mache das von unten nach oben. Ich stricke so ungefähr 30, 32 cm bis zu den Achseln. Und dann teile ich das für Vorderteil und Rückenteil auf. Und dann werde ich so weiter stricken und dann, ich habe mir überlegt, entweder mache ich auch so einen V-Ausschnitt oder vielleicht rund, ich denke lieber rund, und dann, ja, also bis jetzt sieht das so aus. Was meint ihr, wird das schön aussehen? Ich weiß es nicht. Mein Mann sagt mir, so sagt er mir selten, dass es ihm nicht gefällt. Aber ich finde das nicht schlecht. Ja, warum? Warum? Das ist doch nicht schlecht. Und ich finde, dass diese Farben, sie passen. Das ist doch unsere Kreativität. Wir können das so machen, wie wir wollen. Und ja, also ich finde das schön. Da kann man wirklich diese Reste verwenden und dann daraus kann man wirklich was Schönes stricken. Und ich habe gedacht, ich stricke kein T-Shirt, sondern ein Pullover. Das wird ein Pullover für Frühling und Herbst. So, man kann im Winter das auch anziehen. Genau, jetzt stricke ich das Ganze mit der Stricknadel Nummer 4. Und hier das Bündchen mit 3,5 habe ich gestrickt. Ja, und mal gucken, was für ein Pullover ich fertig bekomme. Wie findet ihr das? Schreibt mir aber ehrlich. Schreibt mir bitte, bitte ehrlich, wie ihr das findet.
Ich habe mir gedacht, vielleicht sollte ich das nicht mit Blau anfangen. Aber warum habe ich das mit Blau angefangen? Weil ich habe gedacht, ich stricke hier das Bündchen unten mit Blau, dann hier oben stricke ich auch mit Blau und die Ärmel. Und dazwischen kann man auch so manchmal diese blauen Streifen machen. Rot habe ich bis jetzt nur hier gemacht, unten. Aber ich möchte das noch ein paar Streifen machen. Also, ich möchte die ganze Reste, was ich jetzt bei mir gefunden habe, alle für diesen Pullover nehmen. Also, mal gucken, was daraus entsteht, ja? Ich bin auch gespannt. Ja, also, das wollte ich euch erzählen und zeigen. Ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Vielen Dank, dass ihr mein Video angeschaut habt. Und vielen Dank für eure lieben Kommentare, für Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch alles, alles Gute, viel Gesundheit, viel Zeit für Stricken und viel Spaß beim Stricken. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.